Oh nee, nicht schon wieder Horde. Das gibt's ja gar okay, wo ist mein Moped? Ich war schon da hinten. Genau. Genau, hier dran vorbei, wenn da oben lang ran, da muss mein Moped liegen. Gesehen, wie es auftauchte plötzlich.
shake your hand. Yep, what do you want? You got dysentery the way you smell. Ach, scheiße. Aber ich glaube, das verändert nichts an dem Gedöns, ne? You don't buy something next time, I'll shoot you. Don't let the door hit you on your way out.
60% hat er jetzt repariert. So gut. Oha. Verbranntes Gebiet. Service-Zug.
Das war ich nicht. Das war ich. Spider ist weg. Mind if I join you, Mina?
Ich überlege gerade, 8 Reifen. Ne? Essen, Getränke, Muni, Krieger, Mann. Wir machen eine Horde. Stahl habe ich nicht. Sniper. Sniper. Halb. Lothar. Ja, dann schon mal einen schönen Feierabend und willkommen zu einer Hordennacht auf Totally Insane. Sniper. Sniper.
Sniper. So, ich hab's bis dato nicht geschafft, eine eigene Base zu bauen. Für diese Reoccurring Events gefühlt ist das eigentlich nicht jede Woche, sondern jedes Mal, wenn ich online komme. Nämlich die Horde und heute sind wir bei Landmine Yolo zu Gast. Ja, no. Und ja, bin auch mal gespannt, wie sich die Base von ihm entwickelt. Nicht die Cousine, sondern ne, die Deathbase. Brutal. Das geht ja gut los.
Das Blöde ist, dass in 7 Minuten Server Neustart ist. Well. Wie war denn euer Tag? Ich hätte ihn gern verpennt. Irgendwann war heute Mittag, über eine Stunde war das Internet weg. Und du kannst dir nicht mal dafür, ja, nicht mal verantwortlich machen, ne? Ich muss mir mal die AGBs durchlesen, aber die sind ungefähr so, wie sagt man, verantwortlich wie der Wetterdienst, oder? Die kann Bauer wohl auch nicht verantwortlich machen für seine Ernte. Ihr habt doch gesagt, es regnet. Ging spielend vorbei, Krio. Ja, super. Ich war auf, wie nennt man das? Ja. Grundrissen unterwegs, wenn man so will. Hab mir aus der Ecke rechts unten den Maßstab rausgezogen, kopiert, zweite Ebene. Und bin dann abmessen gewesen, wenn man so will. Ich glaube, ich habe nicht ein Spiel am PC, das auch offline ginge. Es
seit 2003. Dieses Spiel erfordert eine... Internetverbindung. Ja. Wollte gerade Bescheid sagen, Mann. Ja, passt doch. Ja. Mit dem Neustart. Dürfen wir direkt losgehen. Ich sehe gerade so ein paar alte Bilder von, was ist denn das hier, Ark? Da hat man ein Buch als Map. Okay. Also am besten keine Demos triggern. Wie immer. Bist du gerade? Ich? Nee. Nee. Hier ein Rust-Update von 2018, 19. Oktober, da wurden die Drohnen, die Drohnen schon vorgestellt. Okay. Ich glaube, die kamen im Februar, kamen die jetzt rein. Also ich glaube schon vorher welche, mit denen konnte man quasi einkaufen, so als Lieferdrohne, aber die selber zu steuern, erst seit Februar mit diesem Industrial Update. Vier Jahre später, fünf. Ah. Okay. Sag mal Bescheid. Also ich connecte gerade. Me too. 9:07 Uhr.
von einem Streamer zugeguckt, der aus medizinischen Gründen ungefähr stündlich mal an der Bong zieht. Okay. In Stream natürlich, laut Twitch völlig legal, sofern es in deinem Land legal ist. Aber das triggert schon ganz schön, ey. Und dann sitzt du da und denkst so, hoffentlich erwischt den keiner, aber der darf das einfach, weißt du? Ja. Oder sie, weiß ich nicht mehr. Weil Transgender. Mach ich jetzt direkt die panzerbrechende Muni rein? Ich habe halt jetzt auf den letzten paar Metern wären Dart Traps aktiv, so für den absoluten Notfall, aber eigentlich ist der Plan jetzt hier mit Strom und Blade Traps zu spielen. Hm. Wo kommen denn die Schreierinnen alle her? Auch als ich gerade reinkam. Ja, die kommen, weil hier Schmieden laufen und die vorher, als du gekommen bist, die habe ich getriggert, weil ich ein bisschen Zombies killen wollte. Hm. Also grundsätzlich sollte der Laufweg funktionieren, aber ich habe noch keine Horde hier drin gemacht. Mhm. Die erste Horde. Zerbrechende. Sicher ist sicher. Na, um ehrlich zu sein, viel Money habe ich nicht, aber... I try my best, not to miss. Ja, mir fällt gerade ein, ich habe vergessen, dass man den Dingern hier ja hochklettern kann. Wie sieht das aus für dich, wenn ich hier so... Dieses komische Überkreuzen der Beine, ich weiß nicht... spielen die eigentlich spielen? Fuba sehe ich immer nur irgendwas anderes spielen. Und das ist der einzige, den ich überhaupt spielen sehe. Und der ist noch der liebste. Der netteste. Der mir zustimmende. Aber nicht der Chef. Ja, am Anfang mal kurz hier vor, damit die Zombies checken, dass hier der Aufgang ist. Das ist irgendwie komisch. Man okay. muss die am Anfang gefühlt einmal hier vorlocken. Danach nehmen sie den Weg aber immer. Also wobei in der Horde weiß ich es nicht mal. Ich kann auch mal kurz hier vorne stehen bleiben und einfach drauf hoffen oder schauen, ob es klappt. Ich kann ja immer noch hinlaufen. Lass einfach keinen rein. Da muss man echt aufpassen hier mit, wenn der dagegen läuft. Plötzlich läufst du wieder nach oben. Ach was. Duck dich!
In der Mitte ist ein Weg, ne? Ah ja. Versuchen die da vorne dagegen zu springen, warum auch immer. Reicht's auch. Das ist schon der Malische in der Mitte. Hängt der jetzt da fest oder was? Ich hab das Gefühl, der nimmt keinen Schaden. Von meiner Waffe. Wenn der da gestunt ist im Strom. Ja. Dann kann ich da irgendwie in den Kopf schießen, es passiert nichts. Ja, das ist auch strange. Im Zoom sehe ich das leider nicht. Aber warum springen die Zombies da hinten hoch?